Ich will vorausschicken, dass ich das sehr gut finde, dass wir diese Debatte, die wir hier heute führen, dass wir die in einer Woche dann in Chisinau fortsetzen können, dass wir sowohl mit der Delegation da sind und auch ein Vorstandstreffen der Euronest-Parlamentarischen Versammlung haben. Das gibt uns wirklich eine Möglichkeit, weiter zu diskutieren. Ich möchte als erstes auf das eingehen, was in Deutschland Wellen geschlagen hat und auch in anderen EU-Ländern in Brüssel angekommen ist. Ein Zitat von Präsident Dodon, der gesagt hat, dass die Hälfte der Gelder, die aus Brüssel nach Moldawien gegangen sind, über einen Zeitraum von 7 Jahren, dass die Hälfte davon in dunklen Kanälen versickert sei und nicht bestimmungsgerecht verwendet worden sei. Mir ist aufgefallen, dass Präsident Dodon zwar in diesen Jahren auch regierungsbeteiligt war, dass er trotzdem aber nicht in der Lage gewesen ist, bis heute eben Einzelheiten über das Versickern dieses Geldes in Brüssel auf den Tisch zu legen. Deswegen finde ich, müssen wir wirklich darüber nachdenken, ob wir weiter Geld in ein Land geben, dessen Präsident uns mitteilt, das Geld versickert dort in dunklen Kanälen und dessen Präsident eben auch zeitweise dann für das Versickern dieses Geldes mitverantwortlich gewesen ist. Ich glaube, dass die Europäische Union in diesen Transformationsländern, in den Ländern, die sich auf den Weg Richtung Westen gemacht haben in unserer Partnerschaft, tatsächlich sehr stark verantwortlich gemacht wird von den Bürgern für die Bekämpfung der Korruption. Und Herr Dodon hat uns jetzt eigentlich eingeladen, da auch noch mal strenger vorzugehen. Ich finde, er kommt uns eigentlich in dieser Auseinandersetzung entgegen und vielleicht können wir das ja dann auch in Chisinau vertiefen. Ich würde allen Rednern recht geben, die sagen, es hat Fortschritte gegeben bei der Gesetzgebung in Chisinau. Aber zwischen Gesetzgebung und Umsetzung bei einer Justizreform, ja, da liegen eben Welten. Dasselbe gilt für die Verwaltungsreform. Dasselbe geht eben auch für alle Strukturen, die man geschaffen hat zur Bekämpfung der Korruption. Aber wie gesagt, in Chisinau dann mehr.